Ich erfinde jetzt mal einfach eine Statistik. Wenn man 100 Menschen fragt, ob sie ein selbstbestimmtes, freies Leben leben möchten, in dem sie mündig sind, in dem sie den Mut haben, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, in dem sie emanzipiert sind und in ihrer eigenen Autonomie stehen, dann würden 99 von 100 Menschen sagen, ja, ganz klar. Und doch ist es so, dass eben 99 von 100 Menschen es nicht schaffen, ein selbstbestimmtes Leben zu leben, indem sie in ihrer eigenen Emanzipation stehen, indem sie in ihrer eigenen Souveränität stehen. Doch woran liegt das eigentlich? Wieso schaffen wir es nicht, die grundlegendste Eigenschaft der Würde eines Menschen, nämlich seine Freiheit, in unserem eigenen Leben zu realisieren? Ein Grund dafür ist, dass gerade jetzt in diesem Moment und schon seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten, gegen dich und gegen deinen Verstand Krieg geführt wird. Gegen deinen Verstand wird ein Informationskrieg geführt. Und das mit voller Absicht. Du wirst von morgens bis abends mit nutzlosen, irreführenden, nichtssagenden oder gar falschen Informationen gefüttert, sodass dein Verstand permanent in der Informationsüberlastung ist und gar keinen eigenen klaren Gedanken mehr fassen kann. Und genau das ist auch die Absicht, denn wenn dein Verstand permanent in der Überlastung ist, hat er eben keine Kapazität mehr, Klarheit aufzubauen, um zu erkennen, was für das eigene Leben eigentlich nützlich und sinnvoll ist. Ich muss jetzt aufpassen, wie ich das sage, damit das nicht falsch verstanden wird. Aber die politische Führung hat keinerlei Interesse an einem mündigen, emanzipierten Bürger. Denn solange der Bürger und Mensch nicht emanzipiert ist, ist er eben Sklave des politischen Regimes. Und ein Werkzeug zu erreichen, dass der Mensch sich eben nicht emanzipiert und nicht in seiner eigenen Souveränität steht, ist eben ein Informationskrieg. Und der hat zweierlei Absichten und Ziele. Erstens, den Verstand des Menschen so abzulenken und irre zu führen, dass er nicht mehr in der Lage ist, klar in eine Richtung zu denken. Und zweitens, das Volk zu teilen und zu spalten. Dieses Prinzip haben schon die alten römischen Herrscher angewandt. Teile und herrsche. Denn wenn man es schafft, das Volk in viele verschiedene Teilgruppen zu spalten, die sich gegeneinander wenden, anstatt sich vereint gemeinsam gegen das gemeinsame Übel zu stellen, kann man nämlich in Ruhe sein Ding durchziehen, ohne nennenswerten Widerstand. Das ist im Grunde genommen das Urprinzip der Ausübung von Macht. Aber wie kommt man da jetzt wieder raus? Wie schafft man es wieder, in seiner eigenen Souveränität zu stehen? Und das ist eigentlich ganz einfach. Man muss die Welt wieder sich selbst überlassen. Man muss die Nachrichten, die News-Ticker, das Geschwätz, das Gerede, den Tratsch und Klatsch meiden wie die Pest. Man sollte auch die sozialen Medien meiden, wie zum Beispiel Twitter, TikTok oder Instagram. Auch von den sogenannten alternativen Medien und Kanälen wie Rumble oder Telegram und wie sie sonst noch so heißen mögen, würde ich Abstand nehmen, denn auch da ist alles Schrott. Und ja, auch von YouTube würde ich mich fernhalten. Denn wenn man es ganz genau nimmt und wenn ich mal ganz ehrlich bin, müsste ich eigentlich zugeben, dass auch ich hier nichts anderes mache, als zu spalten. Denn ich spalte diejenigen ab, die von sich behaupten, für sich selbst die richtigen und guten Informationsquellen gefunden zu haben. Denn ich behaupte, ein von diesem Informationskrieg, der seit Jahren und Jahrzehnten geführt wird, vernebelter Verstand ist gar nicht mehr in der Lage zu erkennen, welche Informationsquellen dazu dienen, sich selbst zu emanzipieren und ein selbstbestimmtes Leben zu führen und welche nicht. Und deswegen sage ich auch, überlasse die Welt sich selbst, nimm Abstand von ihr. Du kannst die Antwort nur für dich selbst in dir selbst finden. Niemand da draußen kann dir sagen, wie du zu deiner Emanzipation und zu deiner Souveränität findest, wie du ein freies und selbstbestimmtes Leben führen kannst. Auch ich nicht. Das kannst nur du selbst in dir selbst, durch dich selbst, für dich selbst machen. Wenn du dir Zeit nimmst, mal in einer ruhigen Minute über das nachzudenken, was ich hier gerade erzählt habe, dann würde ich mich persönlich auf jeden Fall darüber freuen, aber eins kann ich dir garantieren, es wird dir definitiv nicht schaden. Vergiss bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir ein Like dazulassen, falls dir dieses Video gefallen hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald.